Hallo und willkommen bei Matze baut was, dem Kanal für Modellbau und Elektronik mit der freundlichen Stimme aus dem Off. Aufbau eines U-Boot-Modells. Teil 4, die Verkabelung der elektronischen Komponenten. Modellbaukollegen haben mir berichtet, es wäre ihnen ein Graus, ihre Modellboote zu verkabeln. Ein Grund mehr für mich, zu zeigen, wie ich es tue. Als erstes brauche ich eine Möglichkeit, um die Kabel im Boot zu fixieren. Dazu habe ich mir ein Klammersystem ausgedacht, das an beliebiger Stelle auf dem Technikgerüst montiert werden kann. Diese Klammer hat innen ein Gewinde und wird an der gewünschten Position aufgeklipst. Das Gegenstück hat kein Gewinde und kann nach dem Aufklipsen auf dem Technikgerüst verschoben werden. Auf der gegenüberliegenden Seite werden die gleichen Teile angebracht. Und zwischen die Klipse setze ich jetzt den Bügel, der mit Durchbrüchen zur Aufnahme der Kabel vorbereitet ist. Die beweglichen Klipse müssen jetzt noch an den Bügel geschoben werden. Die Klipse haben Nasen, die beim Zusammenschieben in den Bügel greifen. Dadurch ist der Bügel jetzt auf dem Technikgerüst fixiert. Jetzt verschraube ich die beiden Klipse noch miteinander und sichere damit das gesamte Konstrukt. Auf der anderen Seite muss natürlich auch noch eine Schraube rein. Damit die Abstände zwischen den Kabelführungen nicht zu groß werden, bringe ich auf die gleiche Weise noch einen zweiten Bügel an. Um die Verbindung mit den Komponenten herzustellen, habe ich Kabel vorbereitet. Dazu werden an die Kabelenden passende Stecker angekrimmt. Als Beispiel stelle ich hier mal mit einem DuPont-Steckverbinder eine Servoverlängerung her. Eine Krimpverbindung herzustellen ist mit dem richtigen Werkzeug nicht besonders schwierig. Man legt einfach den Steckerkontakt in die Krimpzange ein, dann wird die Zange halb geschlossen, sodass der Kontakt in der Aufnahme fixiert bleibt. Jetzt wird das abisolierte Kabel so weit eingeschoben, dass es auf der anderen Seite mit den Klemmfahnen des Steckkontaktes abschließt. Dann kann die Zange komplett geschlossen werden. Am Schluss breche ich noch den Haltestreifen vom Steckerkontakt ab. Den hatte ich bis jetzt dran gelassen, um den Steckerkontakt beim Einlegen in die Zange besser halten zu können. Genauso verfahre ich noch mit den anderen beiden Leitungen des Servokabels. So sollte das Ergebnis dann am Ende aussehen. Die DuPont-Stecker unterscheiden sich von normalen Servosteckern eigentlich nur durch die beiden Phasen auf der einen Seite. Die lassen sich mit Hilfe einer Feile schnell anbringen. Damit ich die fertig gekrimmten Steckkontakte in der richtigen Reihenfolge in das Steckergehäuse einlegen kann, benutze ich ein fertiges Servokabel als Referenz. Die Kontakte müssen so weit ins Gehäuse eingeschoben werden, dass die Kunststoffnasen in die entsprechenden Ausbrüche einrasten. Eigentlich wäre der Stecker jetzt fertig. Aber mir gefällt nicht, dass die Stifte aus dem Steckergehäuse rausstehen und dass die Kontakte alle offen zugänglich sind. Deshalb werde ich so eine Hülse anbringen. An käuflichen Servoverlängerungskabeln ist die auch dran, aber ich konnte nicht herausfinden, wo man diese Hülsen einzeln kaufen kann. Deshalb ist auch die wieder selbst gemacht. Falls jemand eine Bezugsquelle dafür kennt, wäre ich für sachdienliche Hinweise dankbar.
Auf die eben gezeigte Weise habe ich einen Kabelbaum hergestellt, der die elektronischen Komponenten über einen Zentralstecker mit dem anderen Technikgerüst verbinden soll. Hier sind die Steckverbinder zum Schlauchpumpenmotor und den Servos zu sehen. Und der gelbe Stecker liefert Power für den rechten Antriebsmotor. Da alles steckbar ist, brauche ich im Technikgerüst nichts mehr löten. Ich kann jetzt einfach alle Kabel zu den entsprechenden Stellen hinfädeln. Der große Zentralstecker wird nicht direkt mit dem Abschlussspann verschraubt. Er wird lediglich mit diesem Plättchen in seiner Position gehalten. Dadurch ist er im geringen Maße nach oben und unten und rechts und links verschiebbar. Wenn das Boot zusammengesteckt wird, verbindet sich dieser Stecker ja mit seinem Gegenpart. Und dadurch, dass ich für diesen Stecker ein gewisses Maß von Beweglichkeit zulasse, kann er sich genau richtig positionieren, um sich mit seinem Gegenstück zu verbinden. Um das Boot einschalten zu können, muss ich den elektronischen Powerschalter mit der Magnetsensorplatte verbinden. Dazu habe ich ein Kabel mit JST-Steckern aus der XH-Serie vorbereitet. Wenn man die Kabel selber krimmt, hat man den Vorteil, dass man sie genau in der Länge herstellen kann, wie man sie braucht. Es gibt eine ganz wichtige Sache, die man bei der Verkabelung in jedem Fall beachten muss. Und zwar muss man sogenannte Brummschleifen vermeiden. Das erreicht man dadurch, dass man die Masseanschlüsse aller Verbraucher an einen zentralen Punkt führt. Dieser sollte idealerweise dort liegen, wo auch alle Servosignale herkommen. Beachtet man das nicht, so riskiert man, dass Störungen auftreten, sobald ein Verbraucher eingeschaltet wird. Bei Komponenten wie Servos, die ich hier mit dem zentralen Kabelbaum verbinde, ist das automatisch der Fall. Die haben ja nur ein Anschlusskabel, das üblicherweise mit dem Empfänger verbunden wird. Bei Komponenten wie Motorstellern ist das Ganze schon schwieriger. Die haben ein zweites Anschlusskabel, das man mit dem Akku verbindet. Das Kabel, das ich hier aufstecke, versorgt den Steller für den rechten Antriebsmotor. Und aus den gerade genannten Gründen ist das auch die einzige Masseverbindung zu dem vorderen Akkupack. Drei Kabelenden sind noch übrig. Zwei davon werden mit den Buchsen auf der Rückseite der Sensorplatte verbunden. Ich benutze ein Stück Kupferdraht, um die Kabel hinter der Tauchtankelektronik durchzufädeln. Im hinteren Technikgerüst gibt es einen weiteren elektronischen Schalter. Da führt das zweite Kabel hin, das ich an die Sensorplatte anschließe. Diese beiden Verbindungen könnten zur Bildung einer Brummschleife führen. Um das zu verhindern, sind die beiden Ausgänge der Sensorplatte elektrisch entkoppelt. Das letzte verbleibende Kabel liefert das Servosignal für die vordere Tauchtankelektronik. Um die Schlauchpumpe steuern zu können, benötige ich einen Bürstenmotorsteller. Der Markt für Bürstenmotorsteller ist aktuell sehr überschaubar. Ich konnte keinen Steller finden, der für 12 Volt und 3 Ampere geeignet ist. Daher musste ich auch hier wieder zu einer Eigenentwicklung greifen. Diese habe ich dann auch gleich mit den richtigen Kabellängen und den passenden Steckern für Servo, 12 Volt und Motoranschluss ausgestattet. Ich schließe zunächst den Motor an. Der Servoanschluss wird mit dem Kabelbaum zum Zentralstecker verbunden. Und der 12 Volt Anschluss mit dem elektronischen Schalter. So habe ich die ganzen Komponenten verdrahtet. Links sind der Akku und die Ein- und Ausschaltkomponenten zu sehen, unten der Stecker, der das vordere mit dem hinteren Technikgerüst verbindet und rechts die Servos, der Tauchtank und die Schlauchpumpe.
Endlich bin ich soweit, dass ich wieder was testen kann. Zunächst die Magnetplatte mit dem elektronischen Schalter. Wenn ich den Magneten von unten nach oben führe, geht die LED am Schalter an und umgekehrt wieder aus. Sehr schön. Um weitere Tests durchführen zu können, benötige ich Servoversorgung und einen Empfänger. Diese Sachen habe ich am anderen Ende dieser Kabelpeitsche angeschlossen. Mal sehen, ob alles geht. Boot einschalten. Check. Sender einschalten. Check. Servo fürs Ein- und Ausklappen des vorderen Tiefenruders. Check. Servo zum Verstellen des vorderen Tiefenruders. Check. Ausfahrgeräte ausfahren. Check. Ausfahrgeräte einfahren. Check. Fluten. Check. Lenzen. Check. Und Boot wieder ausschalten. Check. Prima. Sieht so aus, als ob alles funktioniert. Damit ist das vordere Technikgerüst vollständig und betriebsbereit. Was gibt's beim nächsten Mal zu sehen? Dann montiere ich das Technikgerüst an den Bug und zeige euch den Klappmechanismus der vorderen Tiefenruder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!